Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Tipps und Tricks Video. Heute habe ich 10, vielleicht wird das eine oder andere Tippchen noch dazukommen, 11 oder 12, lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall mindestens 10 Tipps für euch, gerade für Einsteiger, die ganz am Anfang stehen und nicht so richtig wissen, welche Charakterklasse nehme ich eigentlich. Natürlich auch Tipps schon im fortgeschrittenen Stadium, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt's, was sollte man vor allen Dingen alles auf dem Weg ins Endgame vielleicht beachten, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen und vielleicht auch den ein oder anderen Loot nicht zu verpassen, Skilltree-Tipps und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich würde mich natürlich jetzt schon mal über einen Daumen nach oben freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt, viel Spaß jetzt bei den Tipps. Die erste Frage, die sich gerade an Anfänger richtet: Welche Charakterklasse sollte ich nehmen? Und ich finde, das ist ganz klar der Technomant, wenn man das Spiel noch gar nicht gezockt hat. Wenn man es natürlich schon, was weiß ich, 10, 20 Stunden gespielt hat und mittendrin ist, dann nimmt man wahrscheinlich eine andere Charakterklasse, weil zum Beispiel auch der Verwüster richtig geile Fähigkeiten hat. Aber der Technomant ist der einzige, der sich am einfachsten heilt. Alleine durch Waffenschaden. Ihr ballert auf den Gegner und heilt automatisch eure Lebensenergie. Dadurch alleine heilt ihr euch. Ich habe schon viele Szenen gehabt, da war ich kurz vor Tod, rennst schnell weg, drehst dich um, ballerst auf den Gegner ein paar Mal und schon ist deine Lebensanzeige relativ schnell wieder voll. Und auch im Skilltree gibt es verschiedene Skills, die man aktivieren kann, sodass eben auch die Lebensregeneration verstärkt wird, auch durch Mods in Waffen, in Rüstung und so weiter. Die anderen drei Charakterklassen haben den Nachteil, du heilst dich nur durch die Skills und allesamt hauptsächlich nur, wenn die Skills eingesetzt werden und die Gegner durch diese Skills sterben. Und das ist eben der Nachteil, wenn gerade du im Trouble bist und hast keine Heilung. Keine Heilung, es gibt ja keine Lebenstränke. Das ist der einzige Weg, wie man sich heilen kann. Wenn du in Trouble bist, hast kein Leben mehr. Du bist hauptsächlich dazu verpflichtet, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass du Gegner mit deinen Skills tötest. Ansonsten bekommst du eben keine Lebensenergie zurück. Und das zumindest im Hauptsächlichen. Ob jetzt später es noch spezielle Mods für Waffen gibt, die auch den anderen Charakterklassen vielleicht ein Leben einhauchen, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Soweit habe ich es dann tatsächlich noch nicht gezockt. Aber gerade für den Anfang, ganz wichtig, würde ich den Technomant nehmen. Und wenn es euch vielleicht zu langweilig werden sollte, was ich nicht glaube, weil er wirklich geile Skills hat, dann würde ich euch empfehlen, den zu nehmen. Und falls ich das noch nicht gesagt haben sollte, der Technomant ist der einzige, der mit einer Fähigkeit seine Teammates und sich selber durch eine Fähigkeit aktiv heilen kann. Alle anderen können das nicht und das ist eine absolut starke Fähigkeit und die schaltet man, ich glaube es war entweder ab 12 oder 15 Level, schaltet man diese frei, die nennt sich Lebenswelle. Entfessle deine Energie um allen Spielern 33% und deinen Geschütztürmen 50% Leben zurückzubringen und das egal, wie weit du von deinen Mates oder eben von deinen Teammitspielern, von deinen Geschützen zum Beispiel, entfernt bist. Und auch hier bei dem Skilltree, der mittlere Skilltree, der ist fokussiert auf eben deine Lebensregeneration. Du hast hier zum Beispiel diesen Punkt, erhöht deinen Lebensentzug durch Fähigkeiten um 6% oder wo war es noch? Hier hast du nochmal 6% irgendwo. Ich möchte jetzt nicht 1:1 hier auf alles eingehen. Oder hier erhöht den Lebensentzug durch Waffen nochmal um 5%. Sowas gibt es zum Beispiel, glaube ich, auch als Mods für den Technomant. So, aber wie gesagt, hundertprozentig konform bin ich da nicht. Aber wie gesagt, ich kann den Technomant nur empfehlen. Es ist auch bei mir die allererste Charakterklasse. Ich habe dann einfach mal aus Spaß den Verwüster zum Beispiel genommen und bin beim ersten Zwischenboss tatsächlich dreimal gestorben, weil ich Probleme hatte, mich zu heilen, weil ständig die Gegner nicht durch meine Skills draufgegangen sind. Du musst ja dann im Laufe der Fights erstmal eine Taktik zurechtlegen, eben damit das so funktioniert, Gegner erstmal ein bisschen runterballern und dann deine Fähigkeiten einsetzen, damit du eben deine Lebensenergie wieder bekommst. Ich bin blindlings drauf los und bin dadurch ständig gescheitert. Da muss man halt ein bisschen umdenken und das macht auf jeden Fall das Spiel Outriders zu einem absolut geilen Game. Weil wir einmal im Skillbaum sind, Tipp Nummer 2, ihr könnt euch nicht verskillen. Das ist so, so geil, das System. Wenn ihr merkt, ihr habt euch vermacht mit den Punkten, mit den Klassenpunkten, 20 Stück an der Zahl, könnt ihr bis zum Endgame freischalten. Ihr könnt die völlig kostenfrei resetten. Ich habe den mittleren Weg, den Tech-Schamanen-Weg genommen. Warum? Weil die Lebenspunkte
erhöht, dann den Lebenspunkte, also die maximalen Lebenspunkte erhöht und vor allen Dingen auch den Regenerationseffekt bei Waffenschaden. Hier zum Beispiel um 5%. Ich finde es eben geil, dass ich in Gunfights, und das ist nun mal mein Hauptding, ich mache den meisten Schaden natürlich durch meine Waffen und nicht durch meine Skills. Und deswegen finde ich das so geil, dass du dich mit dem Waffenschaden regenerierst. Wenn du aber merkst, und das ist ja genau das Geile, wir drücken bei der PlayStation zum Beispiel die Dreiecktaste, dann wird hier nochmal gesagt, Achtung, du setzt hier gerade deine Punkte zurück, dann drückst du auf Ja. Die neuen Punkte, die ich freigeschaltet habe, werden mir gut geschrieben. Und jetzt kann ich sagen, ich brauche zum Beispiel mehr Waffenschaden. Ich komme beim Endboss nicht weiter. Nicht, weil ich zu schwach von der Lebensenergie bin, weil ich meine Rüstung ist zwar zu hoch, aber ich mache einfach zu wenig Damage. Wir kommen nicht voran. Dann gehst du zum Beispiel, ich glaube, es ist beim Technomant der obere Weg. Dann kannst du hier gucken, dass da eben mehr auf hier erhöht deinen Waffenschaden um 8%. Dann gehst du den Weg hier weiter. Na, jetzt funktioniert es gerade nicht. Danke. Hier haben wir nochmal plus 8% und so weiter und so fort. Der Sinn sollte klar sein. Wir können zu jeder Zeit, wirklich zu jeder Zeit, wir könnten selbst in einem Endbosskampf sagen, ich resette das schnell, wenn du mit Teammates unterwegs bist, die dich vielleicht kurz decken können, weil wenn du Solo spielst, die Gegner werden dich pushen. Du kannst hier nicht einfach Pause drücken und sagen, so jetzt bin ich mal kurz in Sicherheit. Das funktioniert mit Sicherheit nicht. Wenn ihr aber merkt, ihr habt euch wie gesagt verskillt, setzt die zurück. Passt das an, und wenn ihr merkt, der Fight ist vorbei und ihr wollt wieder eher auf Regeneration pro Waffenschaden gehen, dann skillt ihr das wieder um, so wie ihr es vorher hattet, und alles ist geil. Also ist auf jeden Fall ein absolut geiles System. Tipp Nummer 3 und 4 schon fast in einem. Waffen und Rüstungsteile würde ich hauptsächlich zerlegen, nicht verkaufen. Verkaufen nützt euch hauptsächlich was, um Schrott zu bekommen, um bei den Händlern Zeugs zu kaufen. Ich würde es aber eher zerlegen, damit ihr eben diese ganzen Materialien, die ihr hier unten seht, habt, um eure Sachen zu craften. Und da kommen wir schon zum Tipp Nummer 4. Hebt euch diese ganzen Materialien auf. Ich weiß zwar aktuell in der Vollversion nicht, wie hoch das Limit ist, wie viel ich davon sammeln kann, bis es heißt, hier, gib lieber was aus, du kannst nicht mehr sammeln. Vielleicht 100.000 bei Eisen und bei Leder, das kann ich eben aktuell nicht sagen. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare. Und Titan ist gerade das, was am seltensten ist. Und das braucht ihr ab episch und legendär sehr, sehr häufig. Und dieses Titan droppen eben nur Elite-Gegner aufwärts. Das bekommt ihr sehr selten. Deswegen mein Tipp: Nehmt den Loot, den ihr findet, kauft nichts, craftet nichts. Ihr steigt sowieso im Weltrang, und je höher der Weltrang ist, desto besser wird auch der Loot. Und auch ganz wichtig, solltet ihr vielleicht jetzt, wie ich, Stufe 16, ihr findet vielleicht eine legendäre Rüstung oder eine legendäre Waffe und die wollt ihr unbedingt pimpen, weil sie ist ja legendär, also Gold. Ihr könnt die Waffe immer und immer wieder finden. Das heißt, zerlegt ihr die, ihr könnt sie sowieso wieder finden, aber wenn ihr zum Beispiel 10 Stufen höher seid und ihr findet dieselbe Waffe wieder, dann ist die Waffe da auch schon stärker und in einer höheren Stufe, logischerweise. Also hättet ihr theoretisch 10 Level zurück, dieselbe Waffe, die ganze Zeit gepimpt, habt ihr ordentlich Crafting-Materialien verballern. Deswegen der Tipp, hebt euch das bis ins Endgame, bis zu den Expeditionen auf. Das ist sowas wie bei Destiny die Raids, die schwierigsten Sachen, auf die wir uns eigentlich die ganze Zeit hier vorbereiten. Dort ist das Zeug viel, viel wichtiger und besser angelegt, als wenn ihr jetzt am Anfang, weil ihr vielleicht gerade nicht vorankommt, eure Sachen pimpt, obwohl vielleicht im nächsten Level, beim nächsten Endboss, vielleicht schon die deutlich bessere Waffe kriegt, als die, die ihr vielleicht gerade gepimpt habt. Noch ein kleiner Mini-Tipp am Rande, der mir hier einfällt, den ich jetzt gerade spontan noch im Kopf habe. Wenn euch dieses ständige Zerlegen der Waffen auf den Sack geht, weil ihr den Tipp vielleicht noch gar nicht kennt, ihr könnt ja hier zum Beispiel diese Waffe anwählen, mit R3 auf der PlayStation, quasi dem rechten Analogstick reindrücken. Dann könnt ihr mehrere Sachen auf einmal auswählen und dann könnt ihr zum Zerlegen dann eben die Zerlegetaste gedrückt halten und dann zerlegt er das. Jetzt mache ich das mal wieder weg. Ihr könnt es aber auch viel, viel schneller machen. Ihr könnt einfach sagen, ich möchte alles Grüne zerlegen. Dann geht ihr hier auf diesen grünen Button und dann hat er Rüstungen und Waffen zeitgleich schon mal angewählt. Dann drückt ihr einfach die Zerlegen-Taste und pupp, ist das alles aus eurem Inventar raus. Und deswegen würde ich euch, und das ist jetzt eigentlich der nächste Tipp, der Tipp Nummer 5, Auto-Loot. Ich hoffe, ich finde es jetzt auf der Schnelle hier im Menü. Ihr geht auf Start, ihr geht auf Option, dann geht ihr hier auf Gameplay, gleich der erste Reiter. Und Nummer 4 ist das, was ich sehr, sehr wichtig finde. Gerade am Anfang zählt wirklich jede Rüstung, die ihr vielleicht verpasst, oder Waffe, auch fürs Zerlegen, damit ihr eben keine Crafting-Materialien sinnlos verballert. Stellt hier das ein, wozu ist das da, wenn ihr zum Beispiel drauf geht oder ihr verlasst das
Gebiet und es liegt vielleicht noch Loot rum, den ihr vielleicht nicht gesehen habt oder eben weil ihr gestorben seid, dann sammelt der das automatisch auf und ihr könnt einstellen, ab welcher Seltenheitsstufe der das aufhebt. Wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich alles aufheben, dann macht ihr häufig, das ist quasi der weiße Loot. Wenn ihr sagt, weißer Loot brauche ich nicht, ist nichts wert, dann macht ihr ungewöhnlich, das ist grün, dann eben blau, episch, gold und so weiter und so fort. Wenn ihr irgendwann so weit seid, dass ihr nur noch im Endgame fightet, dann werdet ihr wahrscheinlich nur episch aufwärts haben, weil für euch dann wahrscheinlich dieser ganze Kram, der unter lila ist, sowieso nichts wert ist. Aber ich würde euch das empfehlen, gerade um eben Crafting-Materialien noch mehr zu farmen, um eben nichts zu verpassen. Kommen wir noch einmal zum Craften. Es geht um das Thema Mods. Ihr findet vielleicht eine legendäre Waffe. Die findet ihr mega, mega kacke. Da ist aber ein Mod drauf, den ihr so geil findet. Den hättet ihr gerne auf einer anderen Waffe. Ist absolut kein Problem, ist jederzeit nicht machbar. Ihr müsst auf jeden Fall die Waffe, die diesen genialen Mod hat, ihr müsst mindestens eine Waffe, die diesen Mod mal hatte oder hat, ganz wichtig, hat, zerlegen. Dann habt ihr eine Mod-Datenbank. Ich mache das gleich mal vor. Ich hoffe, das geht nicht schief. Aber Mods könnt ihr nur bei so einem Waffenfuzzi hier austauschen. Das könnt ihr nicht irgendwo mitten auf der Map machen. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe hier, ich drücke erstmal X, wir bestätigen das. Ich möchte zum Beispiel auf dieser Waffe diesen Mod haben. Ketten des Todes, also der Level 2 Mod hier. Der ist nämlich wirklich effektiv. Schüsse wickeln einen Gegner in Ketten ein, die 3 Sekunden lang über 600 Schaden bekommen. Cooldown-Zeit gerade mal 2 Sekunden. So, wenn ich jetzt theoretisch sage, also wir gehen jetzt einfach mal, Moment, ich gehe einfach mal auf die blaue Waffe. Hier sehe ich, diesen Mod möchte ich nicht mehr haben und ich möchte den Ketten des Todes Mod. Dann habe ich hier eine Mod-Datenbank und hier habe ich zum Beispiel alle Level 1, 2 und 3 Mods. Hier ist schon ein bisschen was ausgefüllt, weil ich schon eine Menge zerlegt habe. Level 2 und 3 habe ich noch gar nichts zerlegt. Und jetzt machen wir das einfach mal hier vor. Wir gehen eins zurück. Ich habe nämlich noch eine schwache Waffe, diese hier. Die zerlegen wir jetzt einfach mal. Da sind Ketten des Todes drin. Mal gucken, ob ich... Ach Moment, da muss ich erstmal rausgehen. Ich muss die erstmal manuell... zerlegen, sonst geht das nicht. Wir gehen ins Waffenmenü, hier ist sie. Und dann markieren wir die und dann zerlegen wir die. Zack, jetzt ist die Waffe weg. Dann gehen wir wieder zu unserem Onkel. Und dann sagen wir dem Kollegen hier, ich möchte jetzt genau diese Waffe haben. Und ich habe so Bock auf die Ketten des Todes. Dann gehen wir hier auf den Mod und hier, siehe da, die Ketten des Todes sind jetzt in meinem Rang 2 Mod oder in dieser Datenbank drinne im Platz 1 abgelegt. Ach so, hier, jetzt drücken wir hier 1 und dann tauscht der heißes Blut mit diesem Mod aus. Kostet uns in dem Fall 100 Eisen und möchte ich das wirklich machen? Ach, der fragt gar nicht, ob ich es nochmal machen will. Auf jeden Fall ist das nicht kostenlos. Das ist ja auch gut so. Alles kostenlos, das wäre dann wirklich ein bisschen einfach. Und so haben wir ganz einfach... Moment. Ach, ich muss es doch nochmal bestätigen. Okay, ich drücke einmal zum Platzieren und zum Bestätigen muss ich es wahrscheinlich... hier nochmal drauf drücken. Alles klar, jetzt ist der Mod drauf und jetzt haben wir diese Waffe mit diesem Mod ausgerüstet und freuen uns. Auf was will ich im Endeffekt hinaus? Es gibt ganz viele legendäre Waffen, die passen vielleicht nicht zu eurem Spielstil, haben aber so geile Level 3 Mods zum Beispiel. Dann zerlegt ihr einfach die Waffe. Wie gesagt, ihr könnt alle Legendaries sowieso wiederfinden. Dann habt ihr den Mod in eurer Datenbank und könnt die x-beliebig auf euren Waffen verballern, verteilen. Nur wichtig ist, wenn ihr eine Waffe mit 2 Slots habt, ihr könnt nicht ein und denselben Mod zweimal reinmachen. Es geht zum, glaube ich sogar, aber diese Effekte, die stapeln sich nicht. Also das ist Käse. Da solltet ihr aufpassen. Ja, wisst ihr Bescheid. Das zum Thema Mods. Tipp Nummer 7 und Nummer 8. 2 Movement-Tipps. Die sollte jeder normalerweise schon von Anfang an kennen, aber manchmal ist man vielleicht ein bisschen überfordert mit allem, was einem so begegnet. Nummer 1. Ihr habt hier einen Gegner. Ihr seid in einer Riesendeckung. Stellt euch vor, ich stehe vor einer Riesenwand und ihr wollt eigentlich auf der anderen Seite, auf der linken Seite rausgucken. Ganz einfach den linken Stick reindrücken. Zack. Und schon gucken wir über die andere Schulter. Fakt ist, wenn wir jetzt aus dem Visier wieder rausgehen, schultert er wieder über die rechte Seite. Also wir müssen jedes Mal den Analogstick wieder reindrücken, wenn wir über dieses Visier reingehen wollen. Und so können wir hin und her wechseln mit dem linken Analogstick. Ganz simpler Trick. Kennt nicht jeder. Ich wollte es der Vollständigkeit aber erzählen. Und ganz wichtig, kennt man auch aus The Division von Deckung zu Deckung. Nicht blindlings einfach hier ein bisschen auf den Gegner drauf ballern und dann stelle ich mich hin, dann gehe ich hier hin, dann sieht das alles vielleicht ein bisschen klobig aus. Macht es euch ganz einfach. Ja, es geht aber nur wenn ihr am Deckungsrand seid. Wenn ihr hier direkt in der Mitte seid, geht das nicht. Dann kann ich das nicht anvisieren. Oh doch, von hier aus geht es jetzt auf einmal. Dann drückt ihr einfach X. Ihr seht, an dem Sandsackhaufen ist das X-Symbol. Lasst ihr gedrückt.
Und da geht er automatisch aus der Deckung und slidet die letzten Meter rein und ist so nicht ganz so leicht zu treffen. Und das geht auch auf weiter entfernte Deckungen. Ich habe aber das Problem, manchmal unterbricht er das und nimmt dann eine andere Deckung. Habt ihr jetzt gerade gesehen, ich habe die gar nicht anvisiert und ist dann in die Deckung rein. Wird einen Grund haben, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sollte man sich so von Deckung zu Deckung bewegen. Tipp Nummer 9. Der Nahkampfangriff. Relativ simpel, man drückt den rechten Analogstick rein und die Cooldown-Zeit, ihr seht es unten links, wenn ich hier drauf drücke, die ist relativ kurz. Und wenn ich sprinte, macht er einen anderen Angriff. Das ist so eine richtige Welle. Hat ebenfalls eine extrem geringe Cooldown-Zeit. Beim Sprinten, wie gesagt, macht er eine völlig andere. Und das Besondere, wenn ihr das an einem Elite-Gegner, macht der gerade seine Ultra-Fähigkeit oder seine Spezialfähigkeit auflädt. Das sieht man immer an diesem gelben Balken, der sich dann füllt. Wenn wir das bei dem Gegner machen und ihn richtig treffen, unterbricht das diese Aufladung. Ganz wichtig zu wissen. Kommen wir gleich noch zum nächsten Tipp. Sind wir schon bei Tipp Nummer 10? Ich glaube ja. Die Weltrangstufe, ist euch wirklich mal ein Gegner zu schwer, irgendeine Mission zu schwer? Standardmäßig ist die Weltstufe so eingestellt, dass sie automatisch steigt. Sollte das der Fall sein und ihr kommt einfach mal nicht weiter, ich muss das bis jetzt einmal bei einem Endboss benutzen, weil ich die Taktik noch nicht hundertprozentig raus hatte, dann geht ihr einfach auf Start und dort könnt ihr manuell die Weltstufe wieder eine Stufe zurücksetzen. Der Haken dabei ist, es gibt keinen großen Haken. Natürlich bekommt ihr dann schlechteren Loot für diese Mission. Ihr könnt aber jederzeit die Stufe wieder heraufsetzen. Und ihr seht auch für jede Stufe, ihr könnt auch zwei Stufen oder noch weiter die zurücksetzen. Und ihr seht auch jedes Mal bei diesen Stufen, was sich verändert, wie schwer die Gegner sind, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für speziellen Loot ist. Hier zum Beispiel epischer Loot ab Stufe 7, hier eben nur blauer Loot ab Stufe 6. Wichtig ist aber, wenn ihr das zurücksetzt auf von einer Stufe eine tiefer oder mehr tiefer, ihr müsst das manuell wieder hoch machen. Ansonsten bleibt ihr jetzt ewig auf Stufe 6 und standardmäßig ist es auch so eingestellt in den Optionen, dass ihr automatisch in den Weltstufen steigt und eben die nächsthöhere dann auch eingeschaltet habt. Wenn ihr das nicht wollt und ihr wollt das lieber manuell einschalten, weil ihr sagt, so jetzt ist es so leicht, jetzt kann ich ein Level schwerer machen, dann könnt ihr das hier machen, automatische Maximalweltstufe einstellen, das könnt ihr ausstellen, dann müsst ihr es halt wie gesagt jedes Mal manuell machen. Bevor wir zum letzten Tipp kommen, das hätte ich fast noch vergessen, man kann in dem Weltrang auch manuell sinken. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade so Level 7 erreicht habe, bin jetzt bei einem Bossfight oder verrecke allgemein irgendwo, weil es gerade nicht so läuft, dann kann es sein, dass wir diesen Rang wieder verlieren von 7 auf 6 und dann müssen wir uns eben wieder hocharbeiten. Das heißt, spielt ihr dauerhaft Kacke, sinken wir natürlich auch in dieser Leiste, was ich auf jeden Fall eine geile Sache finde. Und zum letzten Tipp jetzt noch final, der ist vielleicht nicht für alle so spannend, ich finde ihn aber jedoch sehr wichtig, gerade für Leute, die alleine spielen wollen. Bei mir war es in der Demo so eingestellt, dass auf einmal mir Leute beitreten konnten. Das fand ich nicht ganz so geil. Ihr müsst im Lobbybildschirm sein und dann seht ihr hier unten Privatsphäre-Einstellungen. Hier steht, das Spiel ist offen. Jetzt könnt ihr mir mitten im Game, wenn gerade im Stream jemand das sieht, der könnte mir manuell beitreten. Dann ist er auf immer mitten in der Mission. Würde ich jetzt nicht so geil finden. Ich habe es lieber so, dass ich nur die Leute einlade. Wir müssen mit einem einfachen Tastendruck mit L3 einfach das aktivieren und dann kann dir keiner mehr manuell beitreten. Wenn du gerade für dich sein willst und dann tritt jemand bei, dann musst du ewig rumfuchteln, bis der Typ wieder weg ist und willst für dich allein sein, ist schon ziemlich nervig. Ach, und was mir auch noch einfällt, zu jedem Zeitpunkt kann dir natürlich auch einer beitreten. Wenn du gerade bei einem Bossfight bist und brauchst vielleicht noch einen zweiten Mate, dann sagst deinem Kumpel Bescheid, der kann sofort beitreten. Das ist ebenfalls auch eine richtig, richtig geile Sache und man muss eben die Mission nicht komplett von vorne beginnen. Zumindest ist das meine Erfahrung auch in der Demo gewesen, in der Vollversion, auch ein paar Mal getestet, funktioniert. Ich habe es natürlich in keinem Bossfight getestet. Auch gerne hier mal in die Kommentare, wenn ihr die Erfahrung schon gemacht habt. Geht es in einem Bossfight? Ich gehe stark davon aus. Das soll es von meinen, ich glaube es waren jetzt mittlerweile 11 Tipps gewesen sein. Ich würde mich wie gesagt über jeden Daumen nach oben freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Habt ihr noch ein paar weitere Tipps, die ihr hier der Meinung seid, die ich vergessen habe, könnt ihr es in den Kommentaren gerne vervollständigen. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und sollte so viel zusammenkommen, dass ich sage, boah, das ist ein bisschen was dabei, was echt noch erwähnenswert ist, dann mache ich vielleicht ein extra Video. Oder ich mache eben auf meinem YouTube-Kanal separat in meinem Community-Tab nochmal die Umfrage an alle, die Bock auf das Spiel haben und die absoluten geilen Tipps haben oder die Ultra-Tipps. Dann mache ich vielleicht nochmal ein extra Video. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Bleibt gesund. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.